So, welchen Block möchte ich mehr oder weniger verwenden, um da jetzt quasi als Netherrack-Fläche auszutauschen, ne? Ja, Stairblock, den ich wirklich stackweise schon gefarmt habe, Endstone. Und ja, irgendwo ist es dann so eine fliegende Endinsel, aber ich will einfach nur Endstone bauen, weil er irgendwie farblich sehr gut vermischbar ist, mein Amethysten, ne? Und ich einfach gerne mit Endstone mal bauen möchte, weil wer baut denn heutzutage noch mit Endstone? Das habe ich schon mal angesprochen, ne? Weil jeder dann sieht, yo, ist halt Endbiom in der Oberworld. Ja, ganz ehrlich, scheiß auf die Leute. Ich mache auch nicht genau Endstein die ganze Zeit. Ich werde das so ein Farbmix machen, das heißt quasi mit den Endsteinziegeln. Und ich hoffe, das klappt irgendwie jetzt mehr oder weniger mit dem Austauschen. Ne? Also ich habe schon mal ganz schlau gemacht. Ich habe quasi alle Verbindungsblöcke wirklich aus Dirt gemacht. Die kann ich jetzt erstmal entfernen. Dann wirklich nur sind die Netherblöcke hier. Netherrack, die halt wirklich auch nur außen sind. Das sind jetzt keine Innenblöcke. Das heißt, jeden Block, den ich hier umändere, der ist auch wirklich außen zu sehen, ne? Ich frage mich halt echt, ob ich das so ansatzweise irgendwie gut hinbekomme. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich will dann einfach jetzt so hier. Ach du Scheiße, drei Blöcke rausnehmen. Das war jetzt gerade schon, ne? Der muss eigentlich hier sein. Okay, ich sollte mir vielleicht eine etwas schlechtere Spitzhacke holen. Aber hier zum Beispiel zwei von denen machen, ne? Dann wird das hoffentlich am Ende ganz gut aussehen. Irgendwie ein Muster. Ich muss mal schauen, wie ich das am besten irgendwie hinbekomme, dass es das irgendwie random wirkt. Ah, die Spitzhacke ist viel zu schnell. Ich brauche echt eine langsame. So, nach dem Motto soll es aussehen. Und ich habe mal grob nachgeschaut, wie viel Netherrack habe ich denn im ganzen Ding-Projekt bisher platziert. Das wird ja nicht genau die Menge sein. Ich habe ja auch ein bisschen so gemacht, platziert und so, als ich einfach ein bisschen unterwegs war. Die Zahl, die da rauskam, hat mich ein bisschen erschreckt erstmal, nämlich 22.000. Also wenn ich genauso viel Endstein jetzt platzieren muss, dann wird das auf jeden Fall noch eine längere Schicht. Aber es wird halt ansatzweise nicht so lange dauern, wie das Ganze hinplatzieren, weil beim Hinplatzieren muss ich ja wirklich darauf achten, dass auch wirklich jeder richtig platziert ist. Hier ist wirklich nur austauschen, wenn ich eine etwas schlechtere Spitzhacke habe. Sollte das auf jeden Fall passen, vielleicht so FE1, FE2, vielleicht sogar gar keine Effizienz. Dass ich das einfach da schön rausmeißeln kann, ne? So, kann man glaube ich schon ein bisschen was sehen. Ja, das ist die kleine Fläche. Let's go. Ja gut, ein großes Problem wird es halt sein, dass von der Unterfläche man ja nur manche Blöcke sieht und nicht von der Oberfläche. Ich werde ja von innen das so ein bisschen machen. Das heißt, ich werde im Nachhinein da nochmal ein bisschen den ein oder anderen Block austauschen müssen. So. Das kann es werden, ne? Und wie ich das machen soll, keine Ahnung, weil klar, mit Wasser kann man schon ein bisschen was machen, aber da jetzt nicht, keine Ahnung, wirklich stackweise noch Endstone in den äußeren Kanten an einzelnen Stellen platzieren. Weil da irgendwas fehlt. Vielleicht auch irgendwas mit Gerüstblöcken oder einfach so Hilfsblöcke, einfach wieder mit Erde was probieren. Ich glaube, es ist schon mal ein großer Schritt, wenn ich das wirklich innenflächig mal alles hier austausche. Okay, Leute, die erste etwas größere Fläche ist schon mal geschafft. Ich muss sagen, es geht auf jeden Fall schneller voran als normal bauen. Aber gerade solche komischen Schrägen sind wirklich der Endkiller. Die bringen einen wirklich zum Verzweifeln. Ich meine, jetzt solche großen Flächen hier, das ist so schnell abgehandelt oder sowas, wo ein bisschen zwei Blöcke ist, wo ich schon Verbindungen einfach durchrattern kann. Das wird auf jeden Fall schnell gehen, aber gerade solche Einzelschrägen, die brauchen wirklich Ewigkeiten, weil ich dann immer einen Hilfsblock brauche und kann dann halt nicht so durchziehen, ne? Aber ich kann noch ein anderes großes Zwischenupdate bringen, denn ich habe mittlerweile die Übergänge fertig. Hab da halt noch nicht angefangen zu platzieren, aber immer so ein bisschen hier die Amethysten runtergesetzt quasi. So ein bisschen nach unten gehen, manchmal nach oben, dass so ein bisschen random ist. Damit eben dieser Übergang von den Amethystblöcken zu den Endstone ganz flüssig ist. Manchmal war es ganz einfach, manchmal, wie jetzt eben genau hier, ist dann so, ja, mehr oder weniger direkt Block an Block so ein wenig. Das sieht an manchen Stellen vielleicht nicht so 100% clean aus, aber ich glaube, anders würde ich es auch echt nicht hinbekommen. Man sieht auf jeden Fall, dass es hier ab und zu hoch und runter geht. Ist schon eine nice Sache. Jetzt kann ich wirklich mich nur noch darauf konzentrieren, das Ganze eben einmal umzuwandeln. Leute, ich bin hier auf einmal aufgewacht und habe hier diesen Bildschirm gesehen. Ich bin reif, wurde obdachlos durch Online-Casino-Gambling. WTF, einfach ein Kartografen in meiner Base gespawnt. Ich weiß zumindest, wo er herkommt. Das ist von Lumi. Er hat eben die Karten gebraucht, um Dungeons zu finden, ne? Er hat den jetzt einfach bei mir abgestellt. Was soll das?
Leute, mittlerweile ist der erste Zapfen komplett umgewandelt, zumindest die Oberfläche ist so an sich. Und damit haben wir schon, ja, circa ein Drittel, glaube ich, fertig. Aber es ist echt anstrengend irgendwie. Also, nur um diese Grundfläche irgendwie zu erschaffen, dass ich mal richtig anfangen kann zu bauen wie die letzten Jahre, ist so viel Vorarbeit nötig, dass es wirklich so ins eigene Fleisch geschnitten oder so, keine Ahnung, aber. Es ist sau, sau aufwendig. Jetzt geht's eben weiter, so ein bisschen in die Richtung mit den nächsten Zapfen, ne? Oh Gott, der zweite große Zapfen ist fertig und es war so viel mehr Aufwand als der hier. Das ist ja tatsächlich der kleinste so. Auch die ganzen Zwischenzapfen sind hier auch mittlerweile fertig. Ah, es ist wirklich verrückt. Jetzt kommt natürlich der ganz, ganz große noch. Also das wird wirklich der größte Brecher. Damit auch schon über die Hälfte am Umwandeln fertig. Es ist wirklich stundenlange Arbeit hier drin, die hier nur in diesem Umwandelprozess stattfindet. Also, es wird sich auf jeden Fall noch eine lange Zeit ziehen. Und dann kommt natürlich, sobald das alles fertig ist, noch die Verkleinerungen oder die Kleinigkeiten besser gesagt. Das heißt, die ganzen einzelnen Punkte hier, dass die natürlich auch noch geändert werden. Leute, es ist unglaublich. Das Umwandeln der Insel ist endlich fertig. Wer bist du denn? Ja, ich habe mittlerweile alles innerhalb mehr oder weniger ja, umgewandelt. Es sieht aus wie Riesentäler. Es hat Ewigkeiten gedauert. Oh mein Gott. Aber nicht nur das. Ich kann euch direkt auch mal zeigen, ne? Ich habe auch alle roten Punkte außerhalb weggekratzt. Hab mich da mit Wasser ein bisschen rangearbeitet, aber auch so bei diesen größeren Zapfen so eine kleine Erd-Ebene gemacht. Und alles weggekratzt. Die Insel ist wirklich zu 100% umgewandelt. Alles, was ich vorgebaut hatte. Und das ist so ein big, big progress. Jetzt kann ich endlich mit dem richtigen Bau meines Projektes anfangen. Nun wird die Fliegende Insel gefüllt.